Seit dem ersten Corona-Lockdown sitzt Eva Strobel nur noch vor dem PC. Sie ist verantwortlich für die IT eines Reha-Zentrums und seitdem allein im Büro. Kein gemeinsames Kaffeetrinken, keine persönlichen Treffen. Kolleginnen und Kollegen sieht sie nur online. Kannst du dich zuschalten bei mir? Schön. Du, dann lege ich jetzt auf, gell? Diese Form der Kommunikation findet sie sehr anstrengend. Jeder weiß, dass er sehr nahe gefilmt wird und jeder ist sehr beherrscht. Gerade die Mimik noch mal konzentrierter anzuschauen, wie reagiert das Gegenüber wirklich? Was meint er im Verhältnis zu den Worten, die er sagt? Ich finde, das kann man einfach mit dem ganzen Körper, wenn man wahrnimmt, viel deutlicher erfühlen und ertasten. Abends ist sie wie erschlagen, hat oft Kopf- und Nackenschmerzen und die Buchstaben auf dem Bildschirm sieht sie nur noch verschwommen. Sie vermutet, dass ihre Beschwerden mit dem Arbeitsplatz zu tun haben. Der ist aber gar nicht so schlecht ausgestattet. Sie hat einen ergonomischen Bürostuhl und auch den Schreibtisch kann sie in der Höhe verstellen. Aber ist die Anordnung der Bildschirme richtig? Braucht sie eine andere Brille? Die IT-Fachfrau will sich umfassend beraten lassen. Dafür misst sie Höhen und Abstände aus. Mit den Bildern und Infos geht sie zu Professor Stefan Degle. Er ist Optometrist, also Fachmann für das richtige Sehen. Eva Strobels Kopf- und Nackenschmerzen und ihre brennenden Augen sind typisch für das Computer Vision Syndrome. Darunter leiden inzwischen 2 von 3 Menschen, die ständig am Bildschirm arbeiten, so schätzt er. Gerade die vielen neuen Zoom- oder Teams-Besprechungen belasten die Augen. Wir sind gewohnt, dass wir uns gegenüber sitzen und dass wir damit eine gewisse Distanz haben. Und jetzt sehen wir jemand auf einem nahen Monitor, der eigentlich weiter weg ist. Und dann fangen wir schon im Unbewussten an, hier zu zoomen, ja? Also in verschiedene Entfernungen zu schauen. Und das ist auch sehr anstrengend. Also die Kommunikation darüber ist natürlich auch deutlich anstrengender, als wenn wir uns gegenüber sitzen. Die Stirn oben ganz anlegen. Professor Degle empfiehlt Eva Strobel eine genau auf den Arbeitsplatz abgestimmte Brille. Zunächst untersucht er ihre Augen mit einem Aberometer. Damit kann er die Augäpfel genau vermessen und erhält die objektiven Werte für ihre Fehlsichtigkeit. Wichtig ist aber auch ihr subjektives Empfinden. Mit verschiedenen Linsen erkundet er, welche Einstellung sie als angenehm empfindet. Zuerst in der Ferne, dann in der Nähe und dann am Bildschirm. Das ist das Schöne, dass wir das heute individuell festlegen können, für welchen Bereich diese Brille sein soll. Wie ist der individuelle Arbeitsplatz konfiguriert? Und so, dass wir die Gläser dann ideal drauf abstellen. Die Kosten für eine Arbeitsplatzbrille werden oft vom Arbeitgeber bezuschusst oder komplett bezahlt. Extras, wie ein besonderes Gestell, müssen aber vom Arbeitnehmer getragen werden. Wieder im Büro richtet Eva Strobel ihren Arbeitsplatz nach den Empfehlungen des Optometristen ein und probiert die neue Brille aus. Die optimale Entfernung zwischen Bildschirm und Augen liegt bei 60 bis 80 Zentimetern. Die oberste Zeile des Monitors sollte etwa auf Augenhöhe sein. Zudem sollte er leicht nach vorne geneigt werden, um den Nacken zu entlasten. Die Wirkung stellt sich schnell ein. Ich muss die Augen nicht mehr so zusammenkneifen und anspannen. Wahrscheinlich gibt es weniger Stirnfalten. Es fühlt sich sehr entspannt an. Professor Degle hat ihr ein paar Übungen empfohlen. Die Augen immer wieder bewusst schließen und aktiv blinzeln. Übungen wie die liegende 8 entspannen und trainieren die Muskelgruppen rund um die Augen. Eine andere Übung wäre, auch einfach mal in die Ferne schauen. Ja? Dass man also bewusst diesen Fernblick auch mal wählt. Und dann kann man ganz allgemein sagen, es gibt als Übung die Dynamik. Ja? Alles, was man an Bewegung in den Arbeitsplatz reinbekommt, das ist sehr angenehm, weil genau diese Statik und das Dauerhafte in einer Entfernung, auch das Sitzen, das ist das Belastende. Unser Körper ist ja für Dynamik ausgelegt. Zudem achtet Eva Strobel jetzt darauf, immer gerade auf den Bildschirm zu schauen, um den Nacken nicht zu verdrehen. Auch kleine Tipps helfen gegen erschöpfte Augen.